Primes Auftrag lautet, ihre Verteidigungssysteme zu neutralisieren und einen Zutrittspunkt für die Truppe zu öffnen. Die Truppe geht rein, beseitigt jeglichen Widerstand und kappt das Übertragungsgerät. Alle wichtigen Daten müssen hierher gebracht werden. Nun, gab es sonst noch Fragen? Nein. Falls Sie noch etwas wissen wollen, erzähle ich Ihnen, was ich kann. Falls nicht, Paladin Treston wartet auf Sie. Ich werde ihm sagen, dass Sie auf dem Weg sind. Nee, Fragen habe ich eigentlich wirklich nicht mehr. Ja, wie schlägt sich Liberty Prime? Prime, genau. Wie schlägt sich Liberty Prime? Seine Leistung übertrifft alle unsere Erwartungen. Besonders wirksam ist er gegen die Vertibirds der Enklave, gegen die wir bisher machtlos waren. Wir nehmen immer wieder kleine Änderungen an seiner Programmierung vor. Aber alles in allem bin ich sehr positiv überrascht. Es ist genauso, wie ich vermutet hatte. Primes Problem lag beim Energieverbrauch. Als Dr. Lee das Problem gelöst hatte, war alles andere einfach. Boah, der ist mir so unsympathisch. Ja, nee, auf Wiedersehen. Ziehen Sie also von dannen. Nee, okay. Wir haben unsere Ziele. Da unten müssen wir hin. Das ist River City. Das ist der Tunnel, wo wir hin müssen. Raven Rock haben wir zerstört. Vault 108 werden wir noch hingehen. Okay. So, und ohne das Add-on wäre, soweit ich weiß, das Spiel geht zu Ende gewesen und man hätte nicht mehr durchs Ödland streifen können. Also bei der Xbox war es so... Dammit. Oh. Also bei der Xbox war das so, dass man ohne das Add-on nicht weiterspielen konnte. Und deshalb habe ich mir auch damals das Add-on-Paket gekauft. Ich habe Broken Steel und... damals hatte ich noch kein Xbox Live, muss man sagen. Och, Forks. Forks. Hilfe. Blockierst mir den Weg, danke. Ja, damals hatte ich noch kein Xbox Live, konnte mir die Addons also nicht... Oh, komm schon. Konnte mir die Addons also nicht aus dem Internet runterladen, da musste man sich diese Zweierpakete kaufen. Da haben die dann, auf einer Scheibe zwei Addons angeboten. Die musste man auf die Festplatte installieren und konnte die dann spielen. Und ich habe mir dann halt damals das Paket Broken Steel und Point Lookout geholt. Und ja... Habe das dann seinerzeit gespielt. So, wir werden jetzt, bevor wir unten links zu dem Tunnel gehen, werden wir uns jetzt die Vault angucken. Das wird jetzt von mir eingeschoben. Ja, ich weiß, Leute, komisch, dass ich das jetzt so schlagartig einschiebe, obwohl wir gerade jetzt eigentlich in der Bruderschaftsstory sitzen. Sei mir mal erlaubt. So, dann werden wir auch auf jeden Fall das Maximallevel erreichen, das freut mich. So. Cool ist auch, dass wir jetzt wirklich mit Forks unterwegs sind, weil da haben wir wirklich kaum noch was zu befürchten, wenn überhaupt. Jetzt laufen die raus schon mit ihren Tri-Strahl-Lasergewehren rum. Ist das zu fassen? Hier haben wir noch eine... Noch ein Schnellreisepunkt. Komme ich jetzt nicht raus, oder was? Ach, nicht euer Ernst. Ja, gehen wir von hier aus. Durch die U-Bahn-Systeme zu laufen, muss jetzt gerade nicht sein, um ehrlich zu sein. Wackelpuppen gefunden, 7. Ist auch noch sehr ausbaufähig. Treffen wir. Nee, natürlich nicht. Schade. Komm schon. Schon cool aus. Supermutantenjagd hier. Ah ne, der ist mir zu stark hier, der Überlord. Da beißen uns die Zähne dran aus. Weg mit dem Gewehr. Ja, und ich muss sagen, die Hauptstory um Project Purity ist somit beendet. Ich finde, die Hauptstory ist einfach nur legendär, wirklich. Also,
Es gibt viele Leute, die haben gesagt, die wäre zu kurz, die wäre so langweilig, aber... Was wollt ihr denn? Raider, wie lächerlich. So. Ich finde die Story wirklich einfach grandios. Wie viel Munition haben wir? 3600. 230, 480, 1100, 1800. Also, ja. Ich glaube, wir müssen uns wirklich um das während des restlichen Spiels keine Sorgen mehr machen. Stimpaks haben wir wie viele? 360, schätze ich mal. 350, ja. Ich denke mal, das ist wirklich ein Vorrat, der für das restliche Spiel ausreichen könnte. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. So, jetzt, ich werde meinen Satz auf Spanisch sagen, Leute. Mi apellido Fox es muy simpático. Das müsste eigentlich richtig sein. Naja. Ach. Raider. Oh, oh, okay. Okay, die meint es dann doch relativ ernst. Alter Schwede. So, ist unsere Rüstung jetzt schon angegriffen? Ja, ist sie. Dann kann ich meine Prototyp-Rüstung jetzt reparieren und wir haben wieder unsere coole an. Rüstung meldet sich zum Appell. Hallo Rüstung, du bist echt nett. Muy simpático. So, Mikrofusions-Plasma-Gewehr. Ja, wir laufen jetzt natürlich mehr Enklave-Leute durch die Gegend, weil die jetzt verstreut sind. Ist ja logisch. Weltkarte. Da will ich hin, zu diesen Höhlen. Und von da aus möchte ich dann gerne Richtung Vault gehen. Das ist auch schon die letzte Vault. Dann haben wir alle Vaults gefunden, die es hier im Ödland gibt. Ging ja dann doch relativ schnell. Übrigens, wir haben in der letzten Vault eine Violine gefunden, wer sich erinnert. Die... Es ist schon verblüffend, dass ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Nee, 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 das ist ein Enklave-Stützpunkt. Ich wollte gerade sagen, das sieht man. Da haben wir echt einen Enklave-Stützpunkt gefunden, Leute. Wir als Soldat der Stillen Bruderschaft werden den natürlich jetzt ausschalten. Haben wir Splittergranaten oder sowas? Impulsgranate. Zeit voll abzugehen. Komm schon. Ach, Raider sind das. Hä, warum hat ein Raider eine Powerrüstung an? Hä, was seid ihr denn für welche? Hä? Das ist jetzt ein Witz, oder? Warum haben die Raider Powerrüstungen an? Okay. Finde ich gerade nicht so lustig. Aber okay. Nee, naja. Alles klar, ich sag da mal nichts zu. Ja, wir machen jetzt gute Erfahrungen mit den ganzen Enklave-Soldaten. Die bringen ja jeweils ordentlich viel Erfahrung. Erfahrung. Tut das weh? Nö, nö. Sehr schön. Und ich meine, hier so ein bisschen durchs Ödland zu streifen, kann ja auch in eurem Interesse sein, dass wir uns hier das Ödland noch ein bisschen angucken.
Wie gesagt, wir wollen das Spiel jetzt auch nicht durchrushen. Ich möchte das gründlich zu Ende spielen. Ich habe mich extrem auf das Let's Play gefreut und ich freue mich immer noch jedes Mal darüber, es endlich aufzunehmen. Aktuell spiele ich hier auch die ganze Harry Potter Reihe. Deshalb komme ich jetzt nicht mehr jeden Tag zu Fallout. Darüber freue ich mich umso mehr, wenn ich es dann doch mal aufnehmen kann. Ja, ja, Kampfanzug, Powerrüstung ist schon okay. Die bringen aber immer noch gute Erfahrung, die Raider, dafür, dass sie wirklich gar nichts aushalten. Sie sollen Blei fressen. Fox kämpft dagegen irgendeine Gegnerhorde, wie sie es anhört. Wir entdecken währenddessen mal eben hier die Metrostation. Sie sollen Blei fressen. Ah, okay, ist ein Raider. Junge, die war gut geworfen. Wage es dich nicht auf mich zu schießen. So. Kronkorken. Rakete, Raketenwerfer. Den Raketenwerfer können wir gebrauchen. Was wäre ich wohl besser? Willst du mir irgendwas sagen? Raider? Glaube ich nicht. Ein paar Drogen. Ja, unser guter Street Dog spricht gerade von Oasis. Oh! Hat sich ja gelohnt, hier mal alles auseinanderzunehmen. So. Okay, wir haben hier in diese Richtung hin ja noch gar nichts entdeckt, wenn man sich das mal anguckt. Jetzt haben wir hier Friendship Heights und gleich noch die Höhlen von Rock Creek. Ist ja mal ganz cool. Ja, ich habe das Gefühl, das Video wird wieder riesengroß, weil es so hell ist. Ihr wisst ja, dann sind YouTube-Videos immer größer. Ärgerlich, aber was will man machen? Ich will jetzt auch nicht mit euch nur nachts durch die Gegend laufen. Wobei, wir können eigentlich mal warten. So 13 Stunden. Ich denke, für euch macht das keinen großen Unterschied, aber ob ein Video 1,8 GB oder 400 MB groß ist, das ist schon ein extremer Unterschied für mich von der Upload-Zeit her. Da bitte ich euch, das auch zu entschuldigen. Da ist es so von der Videogröße her einfach angenehmer. Dann mache ich auch das Licht an. So. Und ich denke mal, ihr seht trotzdem immer noch viel. So schlecht ist die Qualität von YouTube nicht mehr. Das fand ich früher viel schlimmer. Als ich früher mal... Ach, das ist Fox. Als ich früher mal Splinter Cell 1 Let's Played habe auf YouTube. Das war vor 3 Jahren oder sowas. Höhlen von Rock Creek. Hä, wo denn? Die Kanalisation hier oder was? Ja, als ich früher mal... Mit das Let's Play, aber wie gesagt, da ging das, finde ich, in der Dunkelheit gar nicht mit der Qualität. Jetzt kann, jetzt kann man das sicher relativ gut angucken. Aber früher war es wirklich unmöglich, das zu genießen, wenn man halt kaum was gesehen hat. Das hat sich in der heutigen Zeit ja wirklich extrem verbessert auf YouTube, finde ich. Sie sollen Blei fressen. So, öffne dich. So, deshalb sollte man nie mit nicht nachgeladener Waffe umherlaufen. Ich frage mich, was hier drin ist. Das sieht für mich einfach nur wie eine Kanalisation aus. Aber in so Räumen hier, da könnte man Wackelpuppen finden. Das ist es. Lag da was drauf? Ne, aber nichts von Wert. So. U-Bahn-Tunnel. Oh, wo geht das denn hier hin? Das sind doch wahrscheinlich die Höhlen von Creek, oder? Sieht ganz cool aus. Wenn jetzt noch irgendwas Spektakuläres kommt. Oha. Sie sollen Blei fressen.
Zu den Waffen, Soldat! Okay, ist auf jeden Fall heftig groß hier. Aua, das tat weh. Gut, hier haben wir aber sonst gar nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Sieht aber schick aus, auf jeden Fall. Oh, wir werden in Fallout New Vegas coole Orte finden, Leute. Ah, ich freue mich schon auf das Let's Play. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass dann direkt Fallout New Vegas folgt. Ja gut, eventuell kommt noch Assassin's Creed dazwischen geschoben, dass dann nach Fallout 3 erstmal gar kein Fallout Let's Play mehr kommt, dann erst Assassin's Creed. Weil Assassin's Creed wird dann erst die höchste Priorität haben. Brahim. Nee, wir wollen keine Brahim-Leiche häuten oder sowas. Das muss nicht sein. Sie sollen Blei fressen. Machen sie doch. Naja gut, nee, die fressen Mikrofusionszellen. Kommt man hier hoch? Ja, oder? Zu den Waffen, Soldat! Ja, eine riesige Meierlöckhöhle haben wir hier. Faktual gesehen. Und hier haben wir Lasergewehr, Munitionskiste, einen leicht verschlossenen Safe. Eine Wackelpuppe wäre echt cool. Da würde ich mich riesig freuen, hier eine Wackelpuppe zu finden. Aber kann nicht alles haben. Eine Powerfaust. Nee, danke. Joa. Alltagsgegenstände, ne? War jetzt nicht was Weltbewegendes bei. Achso, und hier geht's jetzt wieder raus. An einer anderen Stelle. Wie, und hier geht's jetzt nicht weiter? Ist ein Witz. Hä? Ernsthaft? Da muss man jetzt alles zurücklaufen. Komisch. Kann ich gar nicht glauben, sonst machen die es doch mal so nett, dass man den Weg nicht zurücklaufen muss. Naja, weg mit dem Gewehr, dann können wir schneller laufen. Und wieder raus hier. Naja, war ja ganz cool gemacht. Die Höhle an sich war ja schick designt, aber schade, dass hier nichts drin war. Also. Naja. Wenn hier eine Wackelpuppe drin war und ich die nur nicht gefunden habe, weil ich hier relativ zügig durchgelaufen bin, dann sei es so. Habe ich mich halt blöd angestellt, aber an sich, ich meine, wir haben mehr Wackelpuppen gefunden, als ich damals in 500 Stunden Spielzeit, also. Ich denke, da können wir eigentlich ganz zufrieden sein mit den 7 Stück, die wir haben. Selbstverständlich könnte ich jetzt im Internet nachgucken, würde dann wahrscheinlich alle finden, aber ich finde, das ist nicht im Sinne der Entwickler, dass wir das einfach so machen. Ich will schon gucken, dass wir wirklich die finden, die ich auch finde, und ich finde nur mal 7 Stück. Vielleicht finden wir noch ein paar, aber ansonsten bleibt es bei 7. Ich will jetzt auch nicht, wie gesagt, im Internet gucken und dann dadurch da die alle finden und dann tun, also wow, guck mal, ich habe alle gefunden oder sowas. Man kann nämlich, bleiben wir mal realistisch, wenn man das Spiel wirklich normal spielt, man kann doch gar nicht alle finden. Also ich meine, es sind so viele. Also, zumindest der Meinung bin ich, dass man nicht alle finden kann. Weil, ja, die Welt ist so riesig und die Wackelpuppen sind so klein und es gibt so viele, viele, viele Orte. Also, die da wirklich alle zu finden, da muss man richtig, richtig Glück haben. Und ich bin kein Freund von Glück, daher gehe ich auch mal davon aus, dass das so an sich nicht möglich ist. Es sei denn natürlich, man ist irgendwie einer von einer Komplettlösung und spielt das Spiel darauf hin, alle Wackelpuppen zu finden. Wenn man also quasi wirklich dafür bezahlt wird und dann wirklich auch stundenlang sucht, aber
Das macht dir im normalen Umfang eines Spiels eigentlich keiner. Wobei ich sagen muss, ich habe das Spiel damals auch richtig viel gespielt. Ich meine, ich hatte wirklich 500 Stunden Spielzeit und ich habe nur 2 Add-ons gehabt. Also, ich bin wirklich durchs Ödland gelaufen und habe so gut wie jeden Ort entdeckt. Das war auch schon ziemlich krank. Aber damals war es einfach wirklich mein Spiel. Das war, Fallout 3 war mein, ja, mein Leben, will ich nicht sagen. Das hört sich so krank an. Aber, doch, das war schon, boah. Traurig, aber das war wirklich der größte Lebensinhalt damals. Vor 2-3 Jahren so ungefähr. Na gut, vor, sagen wir mal, 4 Jahren. Aber naja, das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist mein größter Lebensinhalt meine Freundin. Naja, wen es interessiert. Ah, das ist eine andere Geschichte. Ja, mach du mal, Forks. Dankeschön. Naja, das Zocken kommt ja trotzdem nicht zu kurz, wie man sieht. Zeit voll abzugehen. Ah, ja, die Albino-Red-Skorpione sind echt böse. Naja. Wir gucken mal auf die Karte. Da haben wir eine Wegmarkierung, das ist aber nicht die Vault. Das könnte die Vault sein. Ich höre Schüsse. Hallo. Was tust du denn hier? Ist der Wegpunkt von der Fabrikanlage hier. Die können wir mal eben entdecken, das ist ja kein Problem. Aber zu weit jetzt hier in die falsche Richtung laufen möchte ich nur ungern. Sind das die Nuka-Cola-Werke? Ich weiß es nicht genau. Korvetsch-Fabrik, sagt mir gar nichts. Nee, aber wir wollten weiter Richtung Vault gehen, Leute. Oh, wir sind fast da. Sehr schön, das heißt, in der nächsten Aufnahme werden wir dann die Vault 108 beenden. Uns das Ganze mal anschauen und dann danach, ja, mit der Mission von der stillen Bruderschaft beginnen. Also mit dem Add-on Broken Steel, um es richtig auszudrücken. Ja, und da muss man sagen, bleibt uns auch nicht mehr viel. Da fehlt noch das Add-on nicht von dieser Welt, wo ich mich ein bisschen verzügel. Ich finde das nicht so toll, ich mag das nicht so besonders. Aber wird von mir auch Let's Play. Vault 108, hier haben wir sie. Ah. Schon wieder eine gescheiterte Vault, wie man sieht. Hier sieht es ja noch schlimmer aus als in den anderen Vaults. Zu den Waffen, Soldat! Was haben wir hier für Gegner? Ach, die Vault ist das. Ja, hier heißen alle Leute Gary. Gary 30, Gary 32, aber das werdet ihr später sehen, Leute. Also, verpasst das nicht. Schaltet wieder ein hier in Vault 108, Leute. Bis zum nächsten Mal.